Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gestern waren wir den ganzen Tag im Chilisan Nationalpark. Heute werden wir ihn verlassen, Richtung Busan. Sind ja heute Morgen auch gleich direkt aufgestanden, haben das Hostel verlassen und sind dann jetzt mit einem Bus in ein anderes Dorf, 5 Kilometer ja, weiter südlich gefahren, um jetzt hier mit einem anderen Bus weiterzufahren nach Busan. Leider haben wir den Anzugsbus verpasst, sodass wir jetzt hier eine Stunde Aufenthalt hatten, aber eigentlich war es auch ganz cool. Es ist ähnlich idyllisch wie das Dorf, wo wir waren, auch der gleiche Fluss fließt hier lang und eben gerade waren wir noch auf einem kleinen Markt, der auf hatte, und es war auch ziemlich interessant zu sehen, was es da zu essen gab, und wir haben auch relativ viel angeboten gekriegt, verschiedene Sachen zu probieren. Auch sehr witzig immer die älteren Damen, die den gleich angequatscht haben, insbesondere Sangi, weil ihrer Meinung nach sie zu luftig angezogen ist oder zu kalt. Und dann halt die ganze Zeit ja, erzählt haben, von wegen, es wäre doch zu kalt, und wir haben sogar einen heißen Tee bekommen, deswegen war auf jeden Fall eine ganz witzige Sache. Ja, wir sind mittlerweile in Busan angekommen, sind jetzt gerade in unserer Wohnung, die wir über Airbnb gemietet haben, und ja, erstmal zur Fahrt hierher. Das Ganze hat ja, das gedauert. Insgesamt waren wir jetzt nochmal so 4 Stunden unterwegs. Also die Busfahrt von dem Ort, wo wir waren, bis nach Busan waren gut 2 Stunden. Dann nochmal mit der Metro, ja, eine halbe Stunde ungefähr, kurze Busfahrt, und dann waren wir hier. Sehr interessant, in der Metro waren so 2 ältere Damen vor mir und haben mich dann einfach angequatscht, wo ich herkomme. Und es war ein ziemlich interessantes Gespräch. Es war einfach, die Situation war auch ein bisschen komisch. So oft passiert mir das nicht. Eigentlich ist mir das noch nie passiert in Seoul. Weiß nicht, reden die Leute nicht so oft mit einem oder kommen nicht auch einer auf einen zu. Hier ist das schon oft irgendwie passiert. In Jigisan sind ältere Leute angekommen, haben irgendwas gequatscht. Es war die ganze Zeit auf Koreanisch, man hat es nicht verstanden. Aber hier auch, auch eigentlich im guten Englisch. Und ich weiß nicht, das waren. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, wollten dann ein bisschen wissen, wo ich herkomme, dies und das und so. Und die eine Frau hat mich dann gleich bei Facebook geaddet, weil sie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie internationale Freunde sammelt. Und naja, war ein bisschen merkwürdig, aber auch irgendwie ganz witzige Situation und eigentlich auch ganz nett. Also man muss ja nicht Angst haben wie in Thailand, dass einem die Leute dann irgendeinen Scheiß andrehen wollen oder sonst was, sondern es war wirklich dann echt nett gemeint. Ja, zu der Wohnung hier muss ich sagen, das ist ziemlich cool eigentlich. Wir sind hier direkt am Strand gelegen. Und auch jetzt der Ausblick vom Bett hier, der ist schon ziemlich nice, weil man hier aus dem Meer sehen kann und auf die, ja, die Brücke, die für die Busan auch recht bekannt ist. Die läuft auch jetzt direkt bei uns vorm Fenster lang. Und ja, ich kann mal kurz einen Schwenk durch die Wohnung machen. Genau, also wir haben hier ein bisschen so Wandschrank da hinten, der Eingangsbereich. Dann haben wir hier so eine kleine Küchenzeile, kleiner Fernseher, und hier geht's dann, ja, haben wir den Blick vom Bett aus gleich direkt nach draußen. Ich gehe gleich nochmal hin, dass wir noch einen besseren Blick haben. Dann haben wir hier noch eine kleine Sitzgelegenheit, auch mit Blick nach draußen. Und jetzt schauen wir mal aus dem Fenster raus. Das ist ja eigentlich ganz nett. Es ist ein bisschen schade, dass man hier die Hauswand hat von dem großen Gebäude. Ansonsten aber echt schöner Blick aufs Meer, auf die Brücke. Und man sieht hier unten, ja, man braucht einmal nur kurz über die Straße rüber, dann ist man eigentlich schon am Strand. Und der Strand an sich ist eigentlich ja, auch relativ lang. Man sieht es leider nicht, weil das Hotel ein bisschen im Weg steht. Wir schauen noch mal ganz kurz aus dem anderen Fenster, im Grunde genommen das gleiche. Ja, genau, also der Blick, es gibt ein paar Einschränkungen. Sie sagt, das kleine Hotel hier, eben gerade was man gesehen hat, ist ein bisschen im Weg, und ansonsten das Gebäude, in dem wir wohnen, ist halt auch eine Ecke, die den Blick auf den anderen Teil des Strands bisschen stört. Aber ansonsten ist es echt so cool hier, direkt vom Bett aus aufs Meer zu gucken. Das hat schon was. Außerdem ist man super schnell am Strand. Waren wir auch eben gerade schon mal kurz. Ist echt ganz nett. Auch Temperaturen
Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man hier baden kann oder sowas. Aber dafür, dass wir jetzt Januar haben, sind wir mit, ja, mit ein bisschen, was weiß ich, glaube ich, 11, 12 Grad. Es ist zum Beispiel ein ganz angenehm, einen Spaziergang draußen zu machen. Und was wir jetzt noch machen werden, wissen wir noch nicht ganz genau. Müssen wir noch mal ein bisschen beratschlagen und dann, ja, werde ich mich irgendwann mal wieder melden. Ja, nach einer kurzen Pause ging es weiter. Wir sind in einen, zu einem Park gefahren, der ungefähr 2 Kilometer von unserem Zuhause weg war. Auch direkt am Meer gelegen. War eigentlich ein ganz netter Park, insbesondere es hatte so einen Coastwalk, also so einen Weg, der direkt an der Küste lang ging, was auch ein bisschen steinig war, das war ganz gut. Und ja, von dem Coastwalk kommt man direkt hier zum Strand hin, wo wir gerade sind und einen kleinen Spaziergang machen direkt am Strand. Ja, und genießen ein bisschen die Aussicht, ist ganz schön hier so im Hintergrund, sieht man ein bisschen so die Wolkenkratzer. Ja, und es ist ganz, ganz schön, auf der einen Seite den Strand zu haben und auf der anderen Seite ein bisschen das Licht am Meer. Genau. Ja, nachdem wir am Strand waren, sind wir noch kurz ein bisschen einkaufen gewesen, haben jetzt für die Tage, die wir jetzt hier in Busan sind, ja, ein bisschen Essen eingekauft, sind zurück zu unserer Wohnung, haben uns ja, ein bisschen was zu essen gemacht, gemütlich hier gegessen und auch schön den Ausblick genossen. Ich habe ja euch schon gezeigt, wie es hier tagsüber aussah, aber auch nachts ist es ziemlich gut. Die Brücke ist sehr gut beleuchtet, man hat so ein bisschen den Blick auch auf Busan und ja, auch das ganze Licht am Meer und so ist ziemlich cool, so eine Aussicht hier zu haben. Und ja, war ein ziemlich interessanter erster Tag hier in Busan. So vom Gefühl her muss ich sagen, dass die Leute hier ein bisschen offener sind. Also ich hatte neben der Geschichte aus der U-Bahn noch ein, zwei Situationen, wo man dann so halb angesprochen worden sind oder wo Leute dann ja, auf einen zugekommen sind. Und was einem auch auffällt, ist, dass die Leute es viel, also es ist für die wohl, wie soll man das sagen, ungewöhnliche Ausländer zu sehen, weil die Reaktionen sind teilweise schon sehr witzig. Wir haben an einer Bushaltestelle gewartet, ich habe mir so ein dreieckiges Gimbap ausgepackt und Mädchen, was da im Bus saß, hatte das gesehen und sie hat dann gleich mit ihrer Freundin angefangen zu reden und hat dann das so gefeiert, dass ich das dann aufgekriegt habe, war so begeistert. Also man hat echt so ein bisschen das Gefühl, dass man da irgendwie der Affe im Zoo ist. Aber eigentlich ziemlich witzige Geschichte.